Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Warte, Moment. Ich mache ganz kurz das Feuer an. Ja, wir spielen wieder Valheim. Der Darko ist immer noch mit dabei. Mal schauen, wie lange noch. Vielleicht kriege ich ihn ja dazu, dass er dauerhaft aktiv ist und mit mir spielt. Weil bis jetzt hat er ja richtig Fun, wenn es darum geht, Mobs zu klatschen. Ne? Und ich entbürte mich, weil wir wollen heute einen Uralten klatschen. So, du kannst dich hinlegen, Darko. Also das Feuer, was am nächsten am Bett ist, muss immer an sein, damit man schlafen kann. Einfach dann in Holz ins Inventar nehmen, rangehen, E drücken und dann kann man pennen. Okay. So, aber jetzt mal ehrlich, was sagst du zum Spiel? Macht's Fun oder ist es eher eine Abneigung für dich? Von Grund auf macht es sehr viel Spaß, nur ich weiß halt nicht, wie es wäre, wenn ich von Anfang an mitgespielt hätte, gestartet hätte, ob es mir dann auch noch so viel Spaß gemacht hätte. Also ich denke mal schon, weil hätten wir zu zweit gestartet, wären wir jetzt nicht bei Tag 95 oder 96, wir wären bei Tag 60 und wären schon so weit dann. Weil im Grunde, ja. Ich musste halt das Haus halt dreimal umgezogen, wenn man es so nimmt. Das wäre es aber, selbst wenn ich dabei wäre. Ja, könnte gut sein. Weil ich halt, wie gesagt, ich habe jetzt hier die die Werkbank und die Schmiedetisch so aufgebaut, dass man halt auch mit der Kochstelle interagieren kann und die Upgrades nutzen kann davon. Weil ich will nicht alles 3-4 Mal herstellen, das ist Schwachsinn. Reicht 5 Med? Hol dir drinnen noch welches. Weil du hattest mir nur 5 Med gegeben. Echt? Echt? Hat ich dir keine Zähne gegeben? Dann weiß ich nicht, wo die hin sind. Sagen wir mal so. Okay. Ja, ich werde offscreen wieder Haufen Zeug herstellen. Offscreen werde ich dann auch irgendwann mal die Palisade weiterbauen. Ja, dann würde ich sagen, einmal in den Dunkelwald. Mal gespannt, wie der Uralte ist. Ey, du standest gerade offen, ja. Warum? Hier fehlt ein bisschen was. Oder? Ja, hier fehlt immer Spikes. Und hier auch? Die sind alle beschädigt. Als du gegen den Troll gekämpft hattest, bist du mit dem hier lang gerannt? Nee, war weit viel weh. Das war noch bevor ich überhaupt wusste, wo das Ding ist. Okay. Also nein. Naja, das Portal, wenn wir den Uralten besiegt haben, verschwindet das Portal wieder. Weil das baue ich dann irgendwann irgendwo im Sumpf auf. Und das macht es halt einfacher, weil ich habe es ja nachgelesen, nach dem Uralten können wir Eisen verarbeiten. Das scheint es dann wohl nur im Sumpf zu geben. Und du kannst ja mit Erzen nicht durchs Portal gehen. Das heißt, man muss dann immer zu Fuß oder mit einem Boot hin und her schippern. Und ich weiß nicht, wo auf dieser Riesen-Map einfach mal der Sumpf sein soll. So, bin ready. So, na dann. Renn weg von mir. Kuss. 4. Oh, der ist groß. Und ja, der macht schöne Attacken. Oh,
Au! Ah! Alter! Ey, was geht mit dem ab? Okay, bei dem Mate, ich hab's gerade einmal genommen, das zieht er wirklich die Hälfte vom Leben ab. Guck, mach mal Problem, scheiße. 6, 7, 8. Schon wieder nicht vergessen. Ich finde das aber sehr gemütlich, dass der immer auf dich nimmt. Wir können ein Holz mitnehmen. Ich müsste auch eigentlich mal testen, ob der einfach so durch das Kämpfen Schaden tut. Ich werde das nicht testen. Mühe gebraucht, die überhaupt aufzukommen. Also ich glaube nicht, dass ich das testen werde. Aber der kriegt momentan kein Damage. Wir sind zu weit weg von dem. Ich komme auch da. Lock den mal bitte wieder her. Ich kann den nicht locken. Der ist auf Distanzangriffe aus. Oh shit, 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 shit. Ich hab die Hälfte der Pfeile weg. Aber der ist auch fast down. Ja, die Hälfte. Down werde ich das nicht mehr. Autsch, autsch, ich häng fest. Ist nicht eigentlich zu warten, bis das Feuer wieder aufhört? Nee, einfach drauf schießen. Weiß halt auch nicht, wie sich das mit den Ranken hier verhält, ob man die dann erst bekämpfen muss, bevor man wieder auf den schießen tut. Ich meine nicht. Nee, der kriegt trotzdem Damage. Das sind einfach nur noch Gegner. Als wieder will ich den aber echt nicht besiegen. Dauer. Nein, nein, push. Danke, Baum. Ich mag dich. Der ist mir ein bisschen zu nah.
immer so 30er Hits. Oh, Weltspeicher. Das mit einem Kampf geil. Nice! Da ist er gefallen. Und was hat er gedroppt? Schlüssel und Trophäe. Mit dem Schlüssel kommen wir jetzt halt in den Sumpf. Was liegt hier noch alles so rum? Ja, Holz, alles und Steine, was er clean gemacht hat. Also Holz nehme ich dankend an. Ich habe nur keine Axt dabei, wow. Doch, habe ich. Ich habe sogar zwei Schlüssel bekommen, weil wir zu zweit waren. Das heißt, ich droppe dir dann gleich mal ein. Au! Ja, man kriegt Schaden dadurch. Ja, weil du den auf mich losgerollt hast, das meine ich mit au. Komm mal hierher in die Mitte zum Altar, ich droppe dir mal einen Schlüssel. Warte kurz, ich bin hier noch beim Aufsammeln des Holzes. Gott, liegt da hinten viel rum. Achso, die Trophäe, die werden wir dann noch zum Spawnpunkt bringen, dann gibt es wieder eine Fähigkeit. Na, dann nehme ich den Schlüssel erstmal an mich, werfe ich ihn dir dann in der Base zu. Weiter. Geil. So, noch irgendwo Holz. Scheint nicht so. Gut, aber dann. Ich habe. Hm? 12 Kernholz und 38 normales. Und 8 Stein. Ich habe 34 normales, 32 Kernholz. Den Stein kannst du wegschmeißen. Und ich habe einen Kiefernzapfen. So, warte mal, ich werfe jetzt mal hier den Schlüssel hin. Denn. Mich würde jetzt mal interessieren. Es wird nichts angezeigt. Wo könnte der Sumpf sein? Wer weiß. Verbrenne ihren Nachwuchs. Oh lol, die Krautzwerge sind die Kinder von dem Uralten. Mann, sind die hässlich. Das waren mal zwei große Steine. Ich glaube, ja, warst du schon. Ja. Da ist der Uralte gefallen. Nice, nice. Ich muss den aber irgendwann noch mal besiegen, weil ich die Trophäe ja auch noch im Haus hängen haben will. Ah, aber da muss ich erst wieder Samen sammeln. Ich kann jetzt mal wieder das Seil setzen. Ich hab noch 9 Feuerpfeile. Das war knapp. 45 noch und 9 Met. Also das Met ist wirklich nur für Ausdauer, aber das muss man im Zusammenhang mit dem Lebenregenerationsmet trinken. Damit das Wirkung hat, weil die Hälfte vom Leben wird abgezogen dadurch, das ist echt ganz schön hart. Darko, ich werde das Portal. Ich habe keinen Hammer dabei, okay. Ich werde es nicht abreißen. Ich wäre mit dir zu Fuß zurückgerannt. Ich gehe gerade durchs Portal im Übrigen, falls es lecken sollte. Ja. Weil die Bauressourcen brauchen, oder was heißt brauchen wir? Ich könnte noch 3-4 Portale bauen, wenn man es so nimmt, aber warum alles verschwenden? Wenn Stein und Holz sind, kannst du es gerne verschwenden. Nee, das sind auch diese aus den Grabkammern, die roten Steine.
Bau's ab, ich laufe schon in Richtung zu Hause. Nee, komm durch, ich hab, hatte eh keinen Bauhammer dabei. Ich bin jetzt so gerade erstmal am Einsortieren. Ich hab Federn. Da, das Met kommt hier oben hin. Dahin. Die Pflanzenseeds kommen dahin. Zwei Samen haben wir noch. Wir könnten noch einen Samen suchen und ihn nochmal beschwören, Darko. Ja, aber diese Samen, dauert das nicht ein bisschen, bis man die findet? Das sind diese lilanen Portalteile. Wo die Grauzwerge spawnen. Ich renn mal zum Spawn, aktiviere den Schädel und die neue Fähigkeit. Falls du dann mal in der Nähe vom Spawn sein solltest, kannst du jederzeit dahin gehen und ich werde dahin schippern. Jo. Ich repariere das mal alles. Na Boot, bleib doch mal stehen, ich fahr vorwärts. Boot? Du fährst in die falsche Richtung. Ja, ich fahr aber vorwärts. Hä? Jetzt! Mann, Mann, Mann! Ja, da bin ich mal gespannt, was der nächste Boss für einer ist. Und was es für Dungeon im Sumpf gibt. Auf jeden Fall, die Gegner dort sind wieder ein Ticken schwerer wie die im Dunkelwald. Bin ich mal gespannt. Fähigkeiten, die habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht verstanden. Ich aktiviere immer, weil ich zu schnell drücke, die von Eiktür. Ich habe aber nie verstanden, was die so im Nachhinein macht. Welche Fähigkeiten? Wenn du Q drückst, aktivierst du die Fähigkeit von Eiktür zum Beispiel. Und ich habe nie verstanden, was die macht. Wenn ich Q drücke, laufe ich automatisch geradeaus. Hast du die Tasten umbelegt? Ja, dann bin ich Standardbelegung. Okay, weil das bei mir auf Q ist. Und ich habe nichts umgestellt. Kurz was snacken. Ich weiß, ich komme hier tatsächlich nicht mehr. Ich komm da jetzt hoch. Willst du einen Berg hochrennen und kommst nicht hoch? Ja. Okay, Opferstein lesen vom dritten Boss.
Wanderer, schau, schau zu deinen Füßen, schau, was du tust, du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen, du wirst es büßen, wir ziehen dich herunter, du brauchst einen Sarg. Das sieht aus wie so ein fetter Schleimgolem. Ist einfach von deiner Beschreibung her auf ein Skelett getippt. Das Skelett ist der letzte, den ich hier sehe. Der allerletzte ist ja die Seeschlange. Also der uralte war der Baum. Das sieht aus wie ein Schleimklops. Dann kommt ein Drache und dann ein Skelett. Trophäenhaken. Du bist auf der 7. Und Kraft aktivieren. Okay, was habe ich jetzt für eine Kraft? Irgendwie muss man das doch... Hä? Irgendeine Taste muss es doch geben. Ja, so, H, Z, G, F. F ist bei mir automatisch Rennen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht man auch stärkere Attacken damit. Ja, ist mir zu hoch irgendwie. Komm, Ausdauer Regen. So. Ja, dann werde ich die Folge jetzt hier beenden, indem ich ganz in Ruhe wieder nach Hause zurückschipper und mal schauen, ob der Darko in der nächsten Folge noch dabei ist oder ob er sagt, nö, kein Bock mehr.